Und jetzt geht's weiter mit Wir vor 100 Jahren im WDR Fernsehen. Auch vor 100 Jahren war das hier schon eines der beliebtesten Ausflugsziele am Rhein. Der Drachenfels und die Drachenfelsbahn. Hunderttausende strömten hierher, Fabrikbeamte und Arbeiter, bürgerliche Damen und Hausmädchen, Herren und Diener. Wir wollen diese Menschen kennenlernen, wie sie lebten, wie sie arbeiteten und was sie uns hinterlassen haben bei einer Reise zurück in die Zeit vor 100 Jahren. Es geht hoch hinaus über das Rheintal. Wunderschön hier diese Landschaft am Drachenfels. Das fanden auch schon unsere Großeltern und Urgroßeltern. Hier bin ich Tourist, einer von zig Millionen, die im Lauf der Zeit hier waren. Und in dieser Märchenlandschaft entdecke ich ein wahres Märchenschloss. Es ist die Drachenburg, erbaut 1884. So stellte man sich damals eine romantische Burg am Rhein vor. Manche Menschen hier oben sehen so aus, als gehörten sie selbst auch in die Zeit vor 100 Jahren. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag, Herr Herr. Darf man sich dazusetzen? Ja, aber gerne. Ah, dann ich sehe, Sie haben Champagner. Champagner. Ja, Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Was sagen die Leute? Die gucken doch bestimmt. Ach, die sind ganz begeistert, natürlich, machen gerne Fotos. Und ganz bezaubernd, die kommen auch ein bisschen ehrfürchtig auf einen zu und fragen, dürfen wir fotografieren? Das finden wir. Dann sind sie Kulisse für die Fotos. Das ist selbstverständlich, man fühlt sich schon fast wie ein kleines Sternchen dann. Und man nimmt eine ganz andere Haltung an. Man nimmt eine andere Haltung an. Kann man sich so ein bisschen reinfühlen dann in die Zeit vor 100 Jahren? Ja, man möchte das ja auch. Vielleicht ist es auch ein bisschen Traum. Es macht jedenfalls Spaß. Auf Dankeschön. Jeden Fall, vielen Dank. Nochmal zum Wohl. Zum Wohl, danke. Ein Traum ist auch das Schloss, zumindest für den damaligen Geschmack. Wohnen war sein schönstes Hobby. Mit dieser Drachenburg, da hat jemand mal gezeigt, dass es zu was gebracht hat. Räume ohne Ende, verschwenderische Verzierungen, Türmchen, Zinnen, alles echt nachgemachtes Mittelalter. Stefan von Sarter heißt der Mann, der seinen Traum vom Wohnen einfach bauen ließ. In bester Lage gleich gegenüber seiner Heimatstadt Bonn. Doch Bonn hatte er lange vorher verlassen in Richtung Paris. Wie hat er sein Geld gemacht? Er war offiziell Finanzpublizist. Er hat eine Börsenzeitung in Paris herausgebracht und über wichtige Finanzierungsprojekte seiner Zeit Broschüren verfasst. Aber als Publizist konnte man nicht so reich werden. Wir müssen davon ausgehen, dass er selbst ganz kräftig mitspekuliert hat an der Börse und seinen Bewertungen sehr erfolgreich gefolgt ist. Paris war große, weite Welt, da hat er seinen Erfolg gehabt. Aber er selber hat hier nie drin gewohnt. Das hat er tatsächlich nicht. Er ist ab und zu hier gewesen. Wir können nachweisen, dass er bei einigen Familienfesten zugegen gewesen ist. Seine deutsche Verwandtschaft hat das Schloss natürlich gerne genutzt für Hochzeitsfeiern, für Geburtstagsfeiern. Der halbe europäische Hochadel ist hier gewesen, hat sich das Schloss angeschaut. Wir wissen aber nicht mal, ob er hier eine einzige Nacht geschlafen hat. Das also ist schickes Wohnen vor 100 Jahren.
Für die Herren gibt es sogar ein Kneipp- oder besser Trinkzimmer mit viel nackter Haut zur Freude der Bierrunde. Und gleich nebenan im Glasfenster der strenge Blick eines echt deutschen Dichters. Pathos und Kitsch überall dicht beieinander. Doch das Haus musste auch bewirtschaftet werden. 16 Menschen wohnten damals als Gesinde, also als Personal auf der Drachenburg. Heute leben sie manchmal für die Besucher im Rollenspiel weiter. Sie sind die Mamsell hier? Ja, also die richtig. Chefin? Was gibt's hier alles zu tun im Moment? Ja, wir bereiten gerade einen kleinen Empfang vor. Es sind Gäste angesagt. Wie viel Personal haben Sie da so bei so einem Abend? Ja, die Mamsell, Butler, ein, zwei Mägde. Und in der Küche haben wir dann auch noch mal zusätzlich Personal, die dann das Essen zubereiten. So viel Personal für ein Abendessen? Das ist zur damaligen Zeit normal gewesen. Hat sich die Frau des Hauses dann auch mal in der Küche blicken lassen? Nein. Die Herrin des Hauses gibt nur im Vorgespräch an, welche Wünsche sie hat, was aufgetischt werden soll. Wie lange haben Sie an den Servietten gesessen? Das haben meine Mädchen gemacht. Okay, dann halte ich Sie jetzt nicht länger von der Arbeit ab. Danke. Gerne. Aufzüge waren zwar schon erfunden, aber dieser Bauherr hat keinen einbauen lassen. Wer weiß warum. Dieser Blick hat schon vor 200 Jahren empfindsame Gemüter umgehauen. Eines der ersten Drachenfels-Gedichte schrieb ein Engländer, Lord Byron. Weit droht ins offene Rhein gefilzt der turmgekrönte Drachenstein. Die breite Brust der Wasser schwillt, an Ufern hin begrenzt von Wein. Von Märchenschloss und Dienerschaft, da konnten die kleinen Leute vor 100 Jahren nur träumen. Ihr Leben bestand vor allem aus harter Arbeit. Immer mehr Menschen schufteten an Hochöfen und an Schmiedehämmern, in Bergwerken und Fabriken. In nur 25 Jahren hatte sich die Zahl der Industriearbeiter verdoppelt. Ihre Arbeit war der Motor für Fortschritt und Wohlstand und sie waren stolz darauf. Und das wollten sie auch zeigen. Ein Termin beim Fotografen war etwas Besonderes. Man zog seine besten Sachen an, man machte ein ernstes Gesicht, denn so eine Porträtsitzung war teuer. Und da sollte es dann schon was Bleibendes sein. Und so blicken mir diese Menschen von damals heute entgegen. Gefunden wurden sie auf einem Dachboden im Bergischen Land. ...40.000 Glasplatten liegen auf diesem Speicher, das komplette Archiv eines Fotografen aus Wipperfürth. Das Leben einer ganzen Stadt in diesen Kisten, einer Stadt vor 100 Jahren. Ja, das ist der Wipperfürther Marktplatz, eine ganz frühe Aufnahme. Schön ist, sobald der Fotograf sein Gerät irgendwo aufbaut, schon sind mindestens 15 Kinder da. Ne? Stellen sich in Positur. Das war für die was ganz Besonderes. Ja. Ne? Hier aber nicht nur Kinder stellen sich, hier sehen wir das auch. Schlachtfest auf dem Bauernhof, sieht man auch selten aus der Zeit solche Bilder. Die Bauern hier in der Gegend, und sonst war das sicherlich nicht anders, die sind ganz schnell darauf gekommen, dass das eine prestigeträchtige Sache ist. Und wenn die einen besonderen Anlass hatten und wenn es das Schlachten von zwei Schweinen waren, wenn es die tote dann, Sau ist, ne, dann nahmen die die Kosten auf sich, dass der Fotograf mit seiner schweren Kamera mit dem Wagen dahin kam und das ablichtete. Und natürlich war der Fotograf auch zur Stelle, als der Kaiser nach Wipperfürth kam. Ganz besonderer Moment für diese Stadt. Ja, wobei der ganze Besuch aber nur 2 Minuten gedauert hat. Es steht dann aber in irgendeiner Festschrift, der stolzeste Tag in der Geschichte Wipperfürths. Das sollte man in Frage stellen. Die stolzesten 2 Minuten maximal. Ja.
Schüler und Studenten des Lehrerseminars errichten zu Ehren des Kaisers sogar eine menschliche Pyramide. Wochenlang haben sie trainiert, aber alles umsonst. Wilhelm II. Fährt dran vorbei und sieht nicht einmal hin. Das Lehrerseminar von 1910, es war der ganze Stolz der Wipperfürther. Schon der Bau wurde vom Fotografen sorgfältig dokumentiert. Junge Männer aus dem ganzen Umland wurden hier zu Lehrern ausgebildet. Die Regeln im Seminar waren streng, wurden aber auch gern mal durchbrochen. Es gibt aber noch eine andere Schule der deutschen Nation, steht zumindest im Lesebuch für gewerbliche Fortbildungsschulen von 1910. Auch die Kaserne, das heißt der Militärdienst, ist eine große Volkserziehungsanstalt. Denn mancher junge Mann lernt erst als Soldat Pünktlichkeit, Sauberkeit und pflichttreuen Gehorsam, Tugenden, die ihm im ganzen späteren Leben die reichsten Früchte bringen. Hier sind wir tief unten drin in der Festungsstadt Köln. Immer tiefer geht's hier runter. Das ist ein richtiges Labyrinth, dieses Fort. Ja, man muss sich schon drin auskennen. Wenn man bedenkt, 50.000 Soldaten sollten die Festung Köln im Kriegsfall verteidigen. 2 Jahre Wehrpflicht. So lange mussten junge Männer damals zu den Soldaten, um Kaiser und Vaterland zu dienen. Und sie waren Geheimnisträger, zumindest hier. Schließlich war das Bollwerk am Rhein eine der größten militärischen Anlagen. Das Deutsche Reich wurde 1871 gegründet, nach einem Krieg mit Frankreich. Der Erzfeind, der stand im Westen, so dachten die Deutschen damals. Also kein Wunder, dass die kaiserliche Armee Köln, die größte Stadt im Westen, zu einer der größten Festungen des Reiches ausgebaut hat. 21 große Forts und Dutzende kleiner Bastionen und Bunker. Jahrzehntelang wurde am Bollwerk Köln gebaut. Tore und Türme, Mauern und Schießscharten. Beste deutsche Präzisionsarbeit. Dicke Ziegelmauer. Da freuten sich die Kölner Ziegeleien über jede Menge Aufträge. Das riesige Bauprojekt spülte einen Haufen Geld in die Kassen der Bauunternehmer und brachte Maurer, Schreiner, Schlosser in Lohn und Brot. Doch die Kölner Politiker waren vom Festungsring um die Stadt nicht besonders begeistert. Die Stadt musste sich unterordnen unter die militärischen Erfordernisse. Und das hieß, vor all den Forts hier, 1000 Meter freies Schussfeld. Das Militär war vor 100 Jahren sichtbar, immer und überall. Uniformen galten als attraktiv. Besonders der preußische Offizier war der Inbegriff deutscher Tugenden. Herr Hauptmann, Helm und Haarschnitt lassen zu wünschen übrig. Degengefäß hat er wohl vom Vater geerbt. Zu Befehl. Werde mich an Ihren Vorgesetzten wenden. Früher musste jeder Offizier adelig sein. Jetzt konnte man auch als Normalsterblicher Karriere machen. Aber der Geist des Militärs änderte sich dadurch nicht. Festgefügt wie eine eherne Mauer der Treue steht das deutsche Offizierskorps an den Thronstufen seiner Königshäuser, die Ehrenwache haltend an den Kleinodien des Vaterlandes. So steht das im Militärwochenblatt von 1889. Soldaten lebten in ihrer ganz eigenen Welt. Wenn man einmal Soldat und vor allen Dingen Offizier war, war man Soldat und Offizier 24 Stunden am Tag. Zivil gab es außer dem Schlafanzug oder dem Nachthemd damals überhaupt nicht. Das war das, was man trug. Das heißt, man hat einen preußischen Offizier niemals in Zivil gesehen? Nein, offiziell natürlich nie. Einfach mal so privat sein wie alle anderen, das durften die Offiziere also nicht.
Aber meist wollten sie es auch gar nicht, denn die Uniform machte sexy. So eine schmucke Uniform, verschaffte einem das auch Ansehen bei den Damen? In meinem Alter vielleicht nicht mehr, bei den jungen Leutnants mit Sicherheit ja. Die haben das stramme Auftreten natürlich allein nicht nur durch die Uniform gemacht. Auch da hat man ein bisschen nachgeholfen als junger Leutnant, vielleicht mit einem Korsett. Damit man also die Männer haben ein Korsett getragen? Nicht immer, aber wenn man ein bisschen imponieren wollte, gab es das durchaus. Da schlugen Frauenherzen höher. Eigentlich wurde das Leben in der Stadt durch eine Garnison erst richtig schön. Das zeigt zum Beispiel die Geschichte der Krefelder Husarenkaserne. ...1902 kam der Kaiser hier nach Krefeld und er wurde empfangen von Ehrendamen, schönen, jungen, unverheirateten Krefelder Frauen. Und die fragte er ganz jovial, tanzt ihr denn auch tüchtig mit den jungen Leutnants? Und dann haben die Damen gesagt, Majestät, es sind ja gar nicht genügend Leutnants da. Und dann hat er gesagt, dann muss ich eben welche schicken. Und tatsächlich, 4 Jahre später brachte der Kaiser höchstpersönlich die Husaren nach Krefeld. Der Festakt wurde minutiös geplant. Wilhelm II. Hatte so schöne Erinnerungen an Krefeld und an die jungen Damen. Der Kaiser freut sich auf das Wiedersehen und bittet einfach darum, dass er von einer Anzahl Ehrenjungfrauen begrüßt wird. Und jetzt das hat er geklappt. Interessant, er legt Wert darauf, so steht hier, dass dieselben hübsch sind wie bei dem Empfang im Jahr 1902. Guck mal, auch die sehen hübsch aus, ja. Und da macht er dann noch den konkreten Vorschlag, dass man nicht nur auf die Damen aus der Stadtverordnetenversammlung zurückgreift, sondern noch mal ein bisschen, das deutet sich so an, vielleicht rechts und links sucht, um das zu vervollständigen. Es war das Top-Ereignis in Krefeld. Später lässt es der Stadtrat voller Stolz auf einem sehr staatstragenden Gemälde verewigen. Die Ehrenjungfrauen hatten endlich Leutnants zum Tanzen und ihre Familien die ersehnte Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens. Tja, ein bisschen Häme gab es zu all dem auch, wahrscheinlich von der Konkurrenz, denn das Kölner Tageblatt schreibt, für manchen Leutnant der zukünftigen Garnison mag es auch nicht ganz ohne Bedeutung sein, dass die Väter der heiratsfähigen Damen aus der Upper Ten in der glücklichen Lage sind, ihren Namen mit 6 Nullen schreiben zu können. Wer sich das Recht erwirbt, zu einem von ihnen hochverehrter Herr Schwiegerpapa zu sagen, der braucht wahrscheinlich nicht zu klagen. Über die Krefelder Tanzhusaren amüsierte sich ganz Deutschland. Der Kaiser aber hatte mal wieder einen gelungenen PR-Coup gelandet. In Krefeld sorgte die Stationierung gesellschaftlich und wirtschaftlich für Aufschwung. Aber nur kurz. Nur 8 Jahre später verließen die Husaren ihre Krefelder Garnison und ritten auf die blutigen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Sie kehrten nie mehr zurück. Kommt das jetzt hier drauf und dann verteile ich das ein bisschen. Warum muss das in der Mitte sein? Damit es nicht an den Rand getragen wird und die Lager sich zusetzt. Okay, ja? Ein bisschen klebrig die Wolle, aber ja, egal. Das ist eben so, ja. So, und da wird es jetzt schön zerrissen. Die kommt jetzt hier vorne raus, ne? Über diese Verrohrung wird die hier weitergeführt und fällt da nieder. Das ist ihre Wolle. Das ist jetzt der Schnee. Arbeiten wie vor 100 Jahren, das scheint ziemlich anstrengend zu sein. Wie sah das Leben in einer Fabrik damals wirklich aus? Die Tuchfabrik Müller in Euskirchen lag Jahrzehnte im Dornröschenschlaf. Der Besitzer musste 1961 schließen, aber er ließ alles so, wie es war, weil er hoffte, hier eines Tages die Produktion wieder aufnehmen zu können. Eine vollständig erhaltene Tuchfabrik aus der Zeit um 1900. Das gibt es nirgendwo sonst in Europa. Der komplette Maschinenpark, die Büros, die Einrichtung, alles noch da.
Vor 100 Jahren ist die Dampfmaschine immer noch der Motor, der die meisten Fabriken antreibt. Aus einfachen Anfängen ist eine komplizierte und fein regulierbare Maschine geworden. Und so schafft Tuchfabrikant Müller 1903 diese hochmoderne Dampfmaschine an. 75 PS bewegen die ganze Fabrik. Über diese Transmissionsriemen gibt die Maschine den Takt der Arbeit vor. Die Tuchfabrik Müller war kein Großbetrieb, aber die Arbeitsbedingungen waren die gleichen wie in der übrigen Industrie. Das hier war im Grunde so eine Art Teeküche in dieser Fabrik. Hier konnten sich die Arbeiter mal eben ein bisschen heißes Wasser abzapfen und eine klitzekleine Pause machen. Frau Bruch, wie hart war die Arbeit hier? Wie lang war so eine Schicht? 12 Stunden. Und zwar 6 Tage die Woche. Also nur der Sonntag war frei? Der Sonntag war frei, der Samstag war um 1 Stunde verkürzt. Gab es denn sowas wie bezahlten Urlaub? Nein, das gab es erst ab 1922. An den Feiertagen wurde auch kein Lohn gezahlt, bis auf die Meister, die bekamen dann was. Wenn man krank war, war das ein bisschen über die Krankenversicherung abgedeckt. Und es wurde ausgebildet in diesem Betrieb, es gab Lehrlinge? Ja klar, gab es Lehrlinge. Lehrlinge waren ja auch billige Arbeitskräfte, das muss man einfach so sehen. Das heißt nicht umsonst Lehrgeld zahlen. Heute kennt man das nicht mehr, aber früher mussten halt die Lehrlinge zum Teil auch bezahlen. Das war hier etwas aufgeweicht. Hier steht in den Lehrverträgen zum Teil drin, wenn sich der Lehrling gut verhält, fleißig ist, gehorsam ist, treu ist, dann gibt der Fabrikbesitzer ihm auch ein bisschen Geld. Zuerst hatte Fabrikant Müller Glück. Seine Fabrik lief auf Hochtouren, denn er lieferte Uniformstoffe für die kaiserliche Armee. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Dann wurde der Kaiser gar nicht mehr und Uniformen vorerst nicht mehr gebraucht. In den Städten entstanden neue Attraktionen, Kaufhäuser, oft wahre Paläste. Arbeiter konnten hier kaum einkaufen. Bei rund 100 Mark Monatslohn blieb nichts übrig für den Luxus, der in den Warenhäusern angeboten wurde. Die neue Mode brauchte viel Stoff. Die Linie der Zeit? Üppig, elegant. Hunderte Textilfabriken belieferten die vornehmen Geschäfte. Ein Zentrum für Wäsche, Hemden und Aussteuerwaren war Bielefeld. In der Viktoriastraße finde ich ein merkwürdiges Haus. Wäschefabrik und Fabrikantenvilla unter einem Dach. So wohnte der Wäschefabrikant, nobel. Tageslicht aus den alten Fenstern. Über die Treppe kam der Fabrikant aus seiner Wohnung runter in die Fabrik. Das war natürlich praktisch. Und hier wurde offenbar gebügelt. Historischen Bügeleisen. Oh! Die sind richtig schwer, das mehr Gewicht heben als bügeln. Die armen Arbeiterinnen. Was haben wir hier? Ah ja, da ist der große Nähmaschinensaal. Hier arbeiteten Dutzende von jungen Frauen an den Maschinen. Im Akkord, also auf Geschwindigkeit. Sie nähten Bettbezüge, Nachthemden oder Hemden. Eine ziemliche Präzisionsarbeit. Mal sehen, ob ich das auch kann. Frau Heidemann, guten Tag. Sie sitzen hier an der alten Maschine. Was nähen Sie jetzt gerade? Das ist ein Schlitzbesatz für ein Herrenhemd oder für eine Damenbluse, die an den Ärmeln. Das, was an die Ärmel kommt. Genau. Könnte ich das auch mal probieren? Ja, können Sie probieren. Dann müssen Sie mir das aber richtig einlegen, sonst haben wir Murks. So, hier müssen Sie dran lang nähen. Okay, dann tauschen wir. Ist da vorne. Ja, Sie haben es ja gut vorgegeben. Dann tauschen wir mal die Plätze und dann probiere ich das. Taten einem nicht abends die Finger weh, wenn man hier den ganzen Tag so da dran gesessen hat? Oder die Augen? Nö, eigentlich nicht. Sie machen das mit Lust und Leidenschaft. So, jetzt gucken wir mal. Also ich muss hier unten treten und das schiebe ich jetzt hier so durch. Ja, und schön auf Kante nähen. Also ganz dicht an der Kante ran? Ja. Oh, das geht aber schnell. Halt, halt. War schon genug? Ja. War das jetzt einigermaßen? Beurteilen Sie mal. Ja, es geht, aber
Also, Profi, Amateur. Aber das würde ausreißen. Das ist ein bisschen knapp. Na, man sieht, welche Naht sie gemacht haben. Ja, das sieht man. Das ist nicht so berauschend. Aber, ja, dann lassen wir die Profis wieder ran. Frau Heidemann, danke schön, dass ich mal probieren durfte. Ein Job in den Nähsälen galt als attraktiv und war damals bei jungen Frauen sehr begehrt. Wie alt waren die Arbeiterinnen, als sie hier anfingen? 14. Mit 14 ging das los? Mit 14 ging das los. Heute würde dann niemand mehr mit 14 die jungen Frauen in eine solche Ausbildung schicken. Und sie mussten nach kurzer Zeit der Ausbildung die Geschwindigkeit ihrer Ausbildungsnäherin erreichen. Sonst ging die in ihren Einnahmen zurück. Also Ausbildung war hier eine harte Schule. Wie uns die ganz Ehemaligen von früher berichteten und auch die letzten Ehemaligen, häufig mit Tränen begleitet. Und so einen Job macht man nicht bis 65 als Frau, oder? Machte man damals nicht bis 65. Mit 24 waren die Frauen galten als gute Partie aus der Wäschefabriken. Arbeiter aus den besseren Metallberufen, die holten sich die Frauen aus der Wäscheindustrie. Warum? Weil die nähen konnten? Weil die nähen konnten, es war halt eine bürgerliche Geschichte, hier zu arbeiten. Und sicherlich auch ein Stück erste Emanzipation. Diese Frauen hatten einen Beruf und hatten gelernt, dass sie sich ernähren können. Kein Wunder, dass es rund um die Wäschefabriken auch bald erste Gewerkschaftsclubs für Frauen gab. Die Näherei bleibt die typische Frauenarbeit. Nur langsam erobern Frauen auch Arbeitsplätze, die vorher Männern vorbehalten waren. Der Fortschritt lässt vieles möglich erscheinen. Immerhin kann man vor 100 Jahren schon durch die Luft reisen mit dem Zeppelin und sich dabei das Land von oben anschauen. Zwischen Ruhr und Lippe haben sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten kleine Dörfer in pulsierende Städte verwandelt. Hier liegt nun die wichtigste Industrieregion Europas. Die Kohle aus dem Ruhrgebiet, die deckte fast zwei Drittel des Energiebedarfs im ganzen Kaiserreich. Aus allen Himmelsrichtungen kamen junge Männer hierher, um hier ihr Glück zu machen. Aber der Boom, der zog nicht nur die braven und strebsamen Arbeiter an. Auf den Zechen kam eine bunt gemischte Gemeinschaft zusammen. Ein Kumpel schreibt sogar von Taschendieben, Zuhältern, Falschspielern und anderen dunklen Existenzen. Das Leben war hier ein täglicher Kampf. Den größten Kampf aber führten die Bergarbeiter um ihre Rechte. Der Bergwerksdirektor als Patriarch, der für seine Arbeiter sorgt. Diese einfache Vorstellung der Zechenbesitzer wollten die Bergleute bald nicht mehr mitmachen. Denn die Wirklichkeit, die sah ganz anders aus. Auf den meisten Zechen, da wurden die Kumpel gnadenlos geschunden und ausgebeutet. Drei große Streikwellen erlebte das Ruhrgebiet zwischen 1889 und 1912. Die Forderungen waren immer gleich. Höherer Lohn, kürzere Schichten und mehr Sicherheit unter Tage. Zuerst antwortet der Staat mit Reformen, dann mit Gewalt. Der Kaiser schickt Militär und lässt scharf schießen. Aber erst ein Unglück macht die Sicherheit in den Bergwerken zu einem Thema, das wirklich ernst genommen wird. Das hier war vor 100 Jahren eine der modernsten Zechen des Ruhrgebiets und Schauplatz einer der größten Katastrophen des Ruhrbergbaus. Auf Radbot wird 1905 die erste Kohle gefördert. Es ist eine neue Zeche einer neuen Bergwerksgesellschaft. Das Betriebsklima ist gut, das Klima unter Tage nicht. Schlagende Wetter werden 1908 Hunderten von Bergleuten zum Verhängnis.
Die Zeche ist damals noch im Aufbau. Viele Bergleute sind unerfahren. Die Belüftung ist nur provisorisch. Eine solche Lampe löst die Katastrophe aus. Es war am 12. November 1908. Um 4.20 Uhr wird Sohle 3 von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Innerhalb von Minuten stehen weite Teile der Grube in Flammen. Noch am gleichen Tag steht fest, man muss die Grube unter Wasser setzen, um den Brand zu löschen. 300 Bergleute sind noch unter Tage vermisst. Für ihre Frauen ist der Befehl zum Fluten ein Schlag. Sie beschimpfen die erschöpften Rettungskräfte als Mörder. Das war sogar noch, als ich jetzt nach Hamm kam, lange Zeit noch so immer wieder der Verdacht, dass man die unter Tage verbliebenen Bergarbeiter sozusagen ertränkt hat. Das ganze Land steht unter Schock. Der Kaiser schickt aus Berlin seinen Sohn zum Unglücksort. Die Zeitungen berichten in großer Aufmachung. Die Katastrophe ist, ganz wie heute, auch ein Medienereignis. Nach 2-3 Tagen gab es schon also eine Riesenwelle an Unterstützungsaktionen. Wohltätigkeitsveranstaltungen wurden durchgeführt und also eine Unsumme an Geldern wurde gespendet. Also mehr als 1.500.000 Reichsmark. Das ist für diese Zeit eine gigantische Summe. Nur wenige Tote können überhaupt geborgen werden. Sie werden nach einer Woche in einem schier endlosen Trauerzug zur letzten Ruhe geleitet. Hunderte von Kindern waren nun ohne Vater, hunderte von Frauen ohne Ehemann und Versorger. Doch das Komitee, das das üppige Spendenkonto verwaltete, zahlte den Witwen nur lächerlich kleine Summen aus. Mit welchem Recht haben die eigentlich so auf dem Geld gesessen? War das so die Haltung, naja, ihr seid Arbeiterfrauen, ihr könnt da sowieso nicht mit umgehen? Das hängt natürlich auch durchaus mit der Rechtslage zusammen. Frauen waren ja zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt geschäftsfähig. Und es ist natürlich auch eine gewisse Geisteshaltung, ja, mit dem vielen Geld, das steht den Frauen nicht zu, könnte ja auch in falsche Hände kommen. Sie wären ja nicht gewohnt, mit dem Geld umzugehen, so schreibt die Kölner Zeitung. Am Ende kommt von diesen unglaublich vielen Hilfsgeldern nur wenig bei den Frauen an. Ja, es ist so. Aber nicht alle Frauen wollten sich das gefallen lassen. Auf der langen Liste der Opfer findet sich auch Johann Wilhelm Waterkotte. Seine Witwe Franziska wehrt sich. Gemeinsam mit 5 anderen Radbot-Witwen reicht sie Klage ein. Das Komitee streicht den Klägerinnen zur Strafe sofort jede weitere Unterstützung. Auch den Prozess verlieren die Witwen. Aus heutiger Sicht eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Erst nach 3 Monaten konnte das Wasser wieder abgepumpt werden. Die Aufräumarbeiten unter Tage dauerten 1,5 Jahre. Und was die Bergungsmannschaften dabei zu sehen bekamen, war grauenhaft. Im Hammer Stadtteil Bockumhövel liegt die Gedenkstätte für die Radbordmänner. Begraben sind hier nur einige Dutzend von ihnen. Die anderen sind für immer unter Tage geblieben. "350 Tote gab es auf Radbord. Das Ehrenmal zählt die Namen auf. Deutsche, Polen, Italiener, Österreicher, Engländer. Und sie alle waren an den Folgen der Explosion gestorben. Keiner war ertrunken." Auch nach Unglücken wie dem auf Radbot musste das Leben weitergehen. Mit allen Höhen und Tiefen. Vieles, was für uns heute vielleicht ein Hobby ist, war damals schlichte Notwendigkeit. "60 Stunden Arbeit und dann noch Beete umgraben. So sah das Leben der meisten Arbeiter vor 100 Jahren aus. Freizeit war knapp und musste produktiv genutzt werden. Also zum Beispiel Kartoffeln oder frisches Gemüse anpflanzen im eigenen Nutzgarten oder Heimarbeit, damit noch ein paar Groschen reinkommen."
Im Garten, im Haus oder auf dem Hof, vieles konnte man nur mit Hilfe der Nachbarn schaffen. Dann fand sich aber meist auch ein Grund zum Feiern. Vielleicht war es in einer Hinsicht eine bessere Welt vor 100 Jahren. Die Menschen mussten mehr miteinander reden. Kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy, dafür mehr Gespräche. Man unternahm etwas mit anderen zusammen, zum Beispiel im Verein. Und Vereine gab es für alles Mögliche. Schützenverein, Gesangsverein, Arbeitersportverein, Turnverein. Turnen oder Sports, Deutsch oder Englisch. Wer etwas für seinen Körper tun wollte, der musste sich der wichtigen nationalen Frage stellen. Denn an den Leibesübungen zeigte sich die Gesinnung. Wer turnte, bekannte sich zu den nationalen deutschen Werten. Das war schon seit den Zeiten von Turnvater Jahn so. Wer turnt, tut etwas für Körper, Geist und Volk. Leibesertüchtigung eben. Aus England dagegen kam der Sport mit festgelegten Strecken, strengen Regeln und Wettbewerb. Auch das eine englische Erfindung. Männer, die einem Ball hinterherlaufen. Vor 100 Jahren war Fußball übrigens ein Sport für höhere Schichten. Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad. Mit diesem Slogan warben Ärzte für den Bau von Volksbädern. Dabei ging es nicht so sehr ums Schwimmen, mehr um die Hygiene. Aber züchtig. Frauen für sich, ganz unbeobachtet, und Männer für sich. Die neuen Volksbadeanstalten waren vor 100 Jahren erst einmal eine kuriose Sache. Damals ging man eben baden in Fluss oder in den See. Und manche hatten eben einen Bottich zu Hause, aber das war natürlich dann komfortabler. Da konnte man auch zu jeder Zeit gehen. Früher war das ja so, dass man nur samstags gebadet hat. Das war der Badetag. Warum hat man es so groß, so prunkvoll gebaut? Ich meine, es ist deutlich schöner und opulenter als heute in Hallenbad. Ja, es sollte die Leute eben animieren. Das sollte ein Erlebnis auch sein, das Bad. Also nicht nur, dass man... Die gesundheitlichen Aspekte sind ja oft nicht so angenehm, so abgeschrubbt werden, kalt, warm, Wasser, Wechselbäder. Wie fühlt sich das eigentlich an hier in solchen Badeklamotten? Ungewöhnlich. Ja. Ja, es ist viel Stoff und auch sehr lose, das Ganze. Es ist auch nicht wirklich so schnell trocken, das Ganze. Dann sollten wir noch ein bisschen schwimmen, dass es nicht kälter wird. Mhm. Ja. Dankeschön. Auf geht's. Körper und Seele in Einklang bringen, das war vor 100 Jahren ein revolutionärer Gedanke. Ein neues, ein ursprüngliches Leben führen inmitten einer Welt, die immer mehr bestimmt wird von Tempo und Technik. Die Welt hatte sich für unsere Großeltern und Urgroßeltern tatsächlich dramatisch verändert. Vor allem in den Städten. Schlote waren in die Luft geschossen und der Himmel hatte sich verdüstert. Lärm, Hektik, Gestank, das muss auch damals Stress bedeutet haben. Was machte das mit dem Geist und der Seele? Brauchten Menschen nicht eigentlich auch etwas, das sie wieder aufbauen konnte? Fortschrittliche Köpfe machten sich darüber Gedanken, zum Beispiel hier in Hagen. Diese großartige Villa war das Wohnhaus des Hagener Bankierssohns und Mäzens Karl Ernst Osthaus. Osthaus stand für eine Bewegung, die wir heute am ehesten mit dem Begriff Jugendstil oder Art Nouveau verknüpfen. Osthaus selbst nannte sein Konzept Folkwang. Er wollte nichts Geringeres schaffen als eine neue Form des Lebens.
Die Arbeitswelt war nun radikal modern. Aus Handwerkern und Bauern waren Fabrikarbeiter geworden. Ihr Alltag mitten in der Industriewelt sollte schöner und heller werden. Das war die Idee von Karl Ernst Osthaus. Osthaus ist in Hagen groß geworden. Das war eine Industriestadt, um 1900 vielleicht 30.000, 40.000 Einwohner, wirklich rauchende Schlote. Er ist da in einer recht wohlhabenden Gegend, in der Bahnhofstraße, also einer lindenbepflanzten Allee geboren und groß geworden. Und er hatte sich dann die kulturelle Hebung des industriellen Westens, so hat er das formuliert, auf die Fahne geschrieben. Er hat zunächst in der Stadt ein Museum gegründet. Das war sein erstes. Also er kauft ein Grundstück in der Stadt und baut ein Museum. Und das Interessante ist, dass er mit seiner Familie dort im Museum auch lebt. Das Museum als Wohnung. Ein bisschen exzentrisch war Osthaus schon. Doch er wollte von dem neuen Lebensstil nicht nur reden, sondern ihn mit seiner Frau und seinen Kindern selbst ausprobieren. Dann wurde, nachdem er also schon vier Kinder hatte, diese Wohnung zu klein. Und dann hat er sich ein Wohnhaus oberhalb von Hagen quasi im Sinne eines Landhauses gebaut. Die Grenzen zwischen der Welt der Wirtschaft und der Kunst überwinden. Das war Osthaus' Traum. Er lässt den Star-Architekten Henry van de Velde die Villa entwerfen und gleich eine Siedlung dazu. Und auch die Möbel, die ganze Einrichtung. Alles soll Harmonie und Schönheit ausstrahlen. Sein Ziel war, dass er als Vorbild wirken wollte. Er hat gesagt, Beispiel ist alles. Das war gewissermaßen sein Leitsatz. Hier hat jemand seinen Traum gelebt, die Kunst ins Leben geholt. Wem gelingt das schon? Nicht alle seine Pläne gingen auf, doch Karl Ernst Osthaus setzte Impulse für die Zukunft. Denn seine Idee war vor allem sehr demokratisch. Er wollte, dass Kunst und Kultur für alle da sind und so das Leben verbessern. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich für ihn das Fazit seines ganzen Lebens eine Schule war, in der er Kinder ausbildet, die dann wiederum mit ihrer kulturellen Bildung die Bildung weitertragen können. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was er hinterlassen hat, was von ihm geblieben ist. Selten hat es für die Menschen so viel Neues in so kurzer Zeit gegeben. Damals blickten sie voller Zuversicht und Stolz in die Zukunft. Die Begeisterung über das moderne Leben erfasste auch die Künstler. Die Welt erstrahlte in neuen, leuchtenden Farben. Das ist auch für uns immer noch modern. Unser Land hatte sich verändert. Eine neue Gesellschaft war entstanden. Die alte Ordnung fand bald ihr Ende im Ersten Weltkrieg. Eine Welt im Umbruch. Manches davon ist uns heute fremd geworden, aber vieles findet sich noch immer in unserem Alltag. Aus der Zeit vor 100 Jahren.